wir fangen meistens im März unten auf, wo keine Lawinengefahr besteht, fangen wir an mit Holzschlägungsarbeiten, wo das Schadholz zu beseitigen ist. Im Zuge dessen kriegen wir nachher Teilbereiche der Lawinenkommission zur Freigabe. Es erfolgt dann mit einer Spezialtiefbaufirma die Felsberäumung, wo wir hinten nach das abgeräumte Material mit Bagger und Radlader beseitigen. Es seien nachher meistens in die großen Rinnenlawinen bis zu 7 Meter hoch. Die werden von uns noch mit der großen Monoblockfräse, die vom Adelberg herkommt, stufenweise abgebaut und somit auch die Lawinenstriche freigeräumt. Es ist nachher weiter zur nächsten Felsstrecke erfolgt das Gleiche mit der Felsberäumung. Durch die Mitarbeiter der Straßenmeisterin Sams fallen ca. 1000 Arbeitsstunden an. 500 Stunden hat die Spezialtiefbaufirma meistens für die Felsberäumung Arbeit. Und für die Freigabe ist Folgendes: Wir haben noch den Bereich von der Malonalpe bis zum Hantenjoch von der Lawinenkommission noch nicht freigegeben zur Räumung. Sollte die Räumung freigegeben werden, dann kann es sich nur mehr um Tage handeln, bis die Freigabe erfolgt.